Waldbodengras, Asphalt, Schotter und Stein. Diese Bodenbeschaffenheiten findet ihr, wenn ihr draußen unterwegs seid. Wer auf solch einem Terrain fahren möchte, stellt schnell fest, mit einem gewöhnlichen Rollstuhl ist das gar nicht mal so einfach. Die Lösung? Ein Outdoor-Rollstuhl. Ein Outdoor-Rollstuhl ist der ideale Begleiter, wenn ihr gerne an der frischen Luft unterwegs seid und es genießt, verschiedene Terrains zu entdecken. Neben vielen Funktionen, die das Fahren unter freiem Himmel komfortabel machen, bringt ein Outdoor-Rollstuhl eine Menge Fahrspaß mit sich. In diesem Video erklären wir euch deshalb, auf welche Features ihr bei eurem elektrischen Rollstuhl für den Außenbereich unbedingt achten solltet. Bereifung. Im Sommer sind es die Sommerreifen, im Winter muss auf Winterreifen umgerüstet werden. So ist die Bereifung an die Gegebenheiten der Jahreszeiten angepasst. Und auch bei Rollstühlen gibt es je nach Nutzungsintention unterschiedliche Reifen. Möchtet ihr auch im Wald über Stock und Stein fahren, dann eignen sich breite, große und gefederte Reifen. Hierbei profitiert ihr dann von einem hohen Fahrkomfort und einem stabilen Fahrverhalten. Möchtet ihr nach eurem Ausflug noch ein Getränk genießen? Um auch ein enges Café mit Rollstuhl befahren zu können, eignet sich ein wendiges Modell mit kleinen Reifen. Denn je größer die Reifen, desto größer der Wendekreis. Und das ist für einen Aufenthalt im Innenbereich natürlich nicht so optimal. Schmalere Gänge und Gassen, die eine hohe Wendigkeit verlangen, findet ihr außerdem in historischen Altstädten. Steigfähigkeit. Auch die Steigfähigkeit sollte nicht außer Acht gelassen werden. Fahrt ihr mit eurem Rollstuhl einen Berg hoch, merkt ihr schnell, euer Hilfsmittel kommt an seine Grenzen, wenn es nicht die entsprechende Motorleistung und die damit einhergehende Steigfähigkeit hat. Doch nicht nur im bergigen Gelände ist eine hohe Steigfähigkeit von Vorteil. Viele barrierefreie Eingänge sind über eine Rampe zu erreichen. Hier ist der Steigungswinkel gesetzlich vorgeschrieben. Die Neigung darf laut DIN 18040 nicht mehr als 6% betragen. Mit einem E-Rolli ist solch eine Rampe natürlich mühelos zu bewältigen. Höhere Hindernisse erfordern jedoch eine höhere Steigfähigkeit. Ist das Gelände bergig oder flach? Wohnt ihr in einer flacheren Region, macht aber gerne Urlaub in den Bergen, sollte euer elektrisches Hilfsmittel idealerweise auch für die Outdoor-Aktivitäten dort geeignet sein. Lasst euch am besten im Fachhandel beraten, welche Motorleistung für euer Vorhaben geeignet ist. Reichweite. Ein weiteres wichtiges Feature ist die Reichweite. Hohe Reichweiten von über 20 km empfehlen sich nicht nur für Weltenbummler. Verfügt euer E-Rollstuhl über eine hohe Akkukapazität, bedeutet das auch selteneres Laden. Kürzere Tagesausflüge sind dann bequem zu meistern. Regenschutz. Seid ihr gerade unter freiem Himmel unterwegs und es ziehen dunkle Wolken auf? Damit ein Regenschauer eurem elektrischen Wegbegleiter nichts anhaben kann, sollte dieser gegen eindringendes Spritzwasser geschützt sein. IPX ist hier das Stichwort. IPX ist ein international festgelegter Standard, der angibt, wie wasserdicht euer elektronisches Gerät ist. Die Wasserdichtigkeit wird durch die Zahl hinter dem X angegeben. Je höher die Zahl, desto höher der Schutz. Beleuchtung. Wer draußen unterwegs ist, sollte auch auf sich aufmerksam machen. Und wie macht man das am besten? Na klar, mit einer entsprechenden Beleuchtung. Mit dieser seid ihr im Dunkeln gut sichtbar und findet immer den richtigen Weg. Achtet aber darauf, dass die Beleuchtung der Straßenverkehrszulassungsordnung entspricht. Transportfähigkeit. Unbekannte Orte und Pfade entdecken, den Aktionsradius erhöhen. Wer auf eine Mobilitätshilfe angewiesen ist, weiß, Ausflüge zu unternehmen und die Welt zu entdecken ist gar nicht mal so leicht, während das Hilfsmittel schwer, sperrig und nicht so einfach zu transportieren ist. Praktisch, wenn der Rollstuhl zusammengefaltet werden und so in Bus, Bahn, PKW oder sogar dem Flugzeug mitgenommen werden kann. Bedenkt den Aspekt der Transportfähigkeit eures Rollstuhls unbedingt vor dem Kauf.
damit ihr neben nahen Umgebungen auch weitere Orte bereisen könnt. Fazit: Das sind nun einige Tipps, die euch bei der Auswahl des richtigen Rollstuhls helfen werden. Angefangen bei der Bereifung bis hin zur Transportfähigkeit gibt es einiges zu bedenken. Damit ihr nicht jede einzelne Komponente des Rollstuhls auf Outdoor-Fähigkeiten prüfen müsst, empfehlen wir euch vorher, euch von Experten beraten zu lassen. Hierbei solltet ihr vor dem Kauf unbedingt eine Probefahrt machen, um herauszufinden, welches Modell das passende für euch ist. Wir bei ErgoFlix bieten deutschlandweit kostenfreie Probefahrten an und arbeiten mit über 600 Sanitätshauspartnern zusammen, die euch fachkundig unterstützen. Meldet euch gerne bei uns über die Kontaktdaten in der Infobox. Gerne beraten wir euch auch persönlich und helfen euch beim Hilfsmittelantrag. Habt ihr für euch die richtige Mobilitätshilfe gefunden und möchtet diese von der Krankenkasse bezuschussen lassen, dann findet ihr in diesem Video wertvolle Tipps für die Krankenkassenbezuschussung. Habt auch ihr noch Tipps, dann schreibt diese gerne in die Kommentare und lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin wünschen wir euch allseits gute Fahrt.